Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von einem Minecraft One Block. Und ja, heute geht's weiter. In der letzten Folge haben wir hier das Haus gebaut. Hier die Schafe geschert. Und ich weiß, dass die übrigens Erde brauchen, um neu zu wachsen. Ja, hier haben wir ein bisschen Zaun, aber ich denke, hier brauchen wir nicht mehr Zaun. Vielleicht hier links noch eine Absicherung. Das heißt, der Weizen ist auf jeden Fall gewachsen. Das ist nice. Fliegen wir das weg und pflanzen direkt wieder an. Na gut, ohne Wasser wächst auch nichts. Stimmt auch wieder. Ich bräuchte einfach den zweiten Wassereimer. Ja, deswegen, da müssen wir eine unendliche Quelle haben. Eis braucht halt auch echt warm, war keiner. Ja, wir haben ja Kies. Kies ist auch unnötig. Ja. In meinem Haus ist leider nicht viel drin. Diese Folge möchte ich vielleicht noch. Was ist jetzt gerade gespawnt? Das war fetter Eisbär. Die mag ich nicht. Ich bringe den auch wieder um. Zack. Nö, ich mag den nicht. Die haben einfach mal vergessen, letzte Folge meinen Füchse umgebracht. Wenn ihr es verpasst habt, müsst ihr nochmal nachschauen. Es wird wieder Nacht. Können wir wieder schlafen gehen, natürlich. Oh, hier sind wir die Fetten. In die Steinaxt. Ey! Zack. Viel so gut. Ich weiß nicht, ob das Glitter sind, ob das nur im Deckjabback so komisch aussieht, ob das irgendwelche anderen Viecher sind. Knochenmehl, okay, das ist nicht schlecht. Achso, ich wollte jetzt das Lager, ich muss jetzt endlich das Lager bauen. Ich habe hier nicht genug Platz im Inventar. Hat es eher kompakt oder brauche ich das auch groß? Ich denke, ich brauche es eher kompakt, dann muss jetzt hier mein Inventar noch ein bisschen mehr ausleeren. Das Wasser ist unten, aber ich habe den Eimer irgendwie nicht mehr. Hier liegt er auch nicht. Ach, ich habe... Ah, alles klar. Und was brauche ich jetzt den Wassereimer eigentlich gar nicht. Ja, okay, egal. Muss erstmal ein bisschen Holz abholzen. Hier noch diese zwei Bäume, dann reicht es auch. Weil so groß soll es ja nicht werden, es soll ja nur eine kleine Lagerhalle werden. Wie viel drum brauche ich? Ich brauche vielleicht eine Doppeltruhe für wichtige Sachen wie Erze. Ich brauche einmal Müll, dann Holz. Ja, Essen. Sind vier Truhen. Ja, Müll wird vielleicht noch ein bisschen mehr zusammenkommen. 5 Truhen. Ja, okay, ich rechne mal mit 8 Truhen einfach. Ich glaube, ich werde parallel hier den Eingang dazu bauen. Oh, ich muss ja noch ausleiten, das darf ich nicht vergessen. Einen Zaun wollte ich auch noch bauen eigentlich. Ja, außer dann muss ich unbedingt was, ich baue einfach hier eine Fackel, hier bei jedem Ausgang einfach. Vorne zwei Fackels. Hier unten können halt auch Viecher spawnen, ist das Problem. Aber es ist ja übersichtlich. Das heißt jetzt wirklich, wenn es 5x5 ist. Gut. Mach ich wieder einen Rand. Oh, aus dem Holz. 3 reicht. Reicht 3. 3 reicht nicht. Ich werde wahrscheinlich noch höher bauen als jetzt erstmal das erste Stockwerk. Holz, Holz, Holz. Okay, ich muss gleich nochmal farmen gehen. Ja, dann müssen einfach nur Truhen rein. 2. Genauso wie auf der Seite. Ja, und das sind auch so ein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann hast du hier 4 verschiedene Sachen. Wurde halt auch, du musst halt das natürlich auch beschriften. Dann kannst du hier rein, kannst alles einsortieren. Wo bleibt denn Fisch her? Na gut, ich habe ja eigentlich noch genug Truhen, wenn ich hier hinten mal meine Sachen hier abbauen. Du. Wir haben jetzt schon. Ja, theoretisch kein Weihnachten mehr, also kommen auch die Geschenke weg. Nur noch der Baum bleibt stehen.
Ja, müssen wir schon noch ein bisschen stehen lassen im Baum. Das Haus braucht natürlich noch ein Dach, das kriegt kein so schönes Dach wie meins. Gut. Wie komme ich hier hoch mit Wasser? Wasser natürlich nicht dabei. Eins Öl ist perfekt. Dich nehme ich wieder mit. Dann springe ich herunter. Und dann kommt hier. Keine Tür braucht es eigentlich nicht. Braucht ja bloß. Und ich brauche die Fackeln lieber hier hin. Damit man nicht von außen so stark sieht. Und da haben wir hier eine kleine Lagerhütte. Ist auch ganz nett. Mein Gebiet gewinnt hier langsam an Leben. Und noch mal ein bisschen abholzen. Gut, jetzt habe ich hier Holz, ein bisschen Kohl wieder. Hier auch wieder anpflanzen. Setzlinge spawnen natürlich auch. Und dann baue ich hier meinen Zaun hier um mein kleines, bescheidenes. Ja, ich will es noch nicht Dorf nennen. Ich bin jetzt zurzeit alleine im Dorf. Deswegen kann man es noch nicht Dorf nennen. Ah, hier braucht natürlich noch Zaun. Ich habe mir einen Slabs gebaut. Ich bin auch ein dummes Stück. Ach so, ich kann ja mal einsortieren, aber es sind die Truhen. Hier unten Sachen, die man noch braucht, aber gerade im Moment nicht, was man damit anfangen soll. Ja, hier unten hätte ich gesagt Nahrung. Direkt daneben Holz. Alles mögliche aus Holz. Kann ich mal die Holzkiste hier leeren. Zäune. Schön, schön. Hier, Salon Slap in hier. Dann ziehen wir das hier weiter. Ja, ich brauche hier noch eine Schmiede. Und vielleicht, um hier Öfen und so weiter reinzustellen. Werkzeug, was man gerade nicht braucht, kommt einfach mal hier oben rein. Holz haben wir gesagt hier. Ey, jetzt habe ich den Ofen platziert, das gibt's nicht. War ich noch eine Steinkiste eigentlich sogar. Alles, was man halt hier im Untergrund abbaut, hätte ich gesagt, tun wir hier rein. Sachen, die wo man halt findet, aber ja, keine Ahnung. An sich gerade für nichts braucht, aber sie sind trotzdem wichtig. Ja, setze dich jetzt einfach mal schnell ein, danach sehen wir uns, denke ich mal, einfach mal wieder. Kann man die Karte nicht hier einfach anbringen irgendwie? Mann, ich möchte hier eine Karte. Ich muss jetzt mal googeln. Mal sehen, einfach mal hier hin. Nehmen wir die Wolle, passt es? Komplett außenrum Sticks? Ja, nee, Gemälde, fuck, das wollte ich nicht. Okay, Gemälde. Ja, Mai. Sieht auch nicht schlecht aus. Nee, aber irgendwie ging das anders. Vielleicht mit ganzem Holz? So in der Mitte, Wolle? Nee. Keine Ahnung. Scheiße. Mit Leder. So? Jawohl. Da haben wir es doch. Die platziere ich hier. Mach meine Karte drauf. Zack. Und da haben wir unsere Karte von unserem kleinen, bescheidenen Dörfchen. Hier unten sehen wir den Wald. Den Weihnachtsbaum. Ja, ja, finde ich gut. Finde ich nice. Ja, ich würde sagen, hier bauen wir jetzt gar zu Ende. Zack. Zaun. Hier drüben haben wir jetzt schon einen Zaun. Und hier noch Zaun. Einer fehlt, schade. Ey, das gibt's nicht. Ey, jetzt fällt schon wieder einer. So, hier noch einen und dann passt es. Ja, ich bin echt, muss ich sagen, zufrieden damit. Sieht nice aus. Hier unten kommen wir runter zu unserer Farm. Jetzt sind wir
Erzähl natürlich, wer das Wasser wollte ich sagen. Okay, jetzt muss ich kurz suchen, muss meine Hacke holen. 9, ne 6 noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nice. Und das war's dann von der heutigen Folge von dem Minecraft OneBlock. Abonniert den Kanal und aktiviert durch die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen von Minecraft OneBlock, aber auch anderen Projekten, wie zum Beispiel die VfB Lübeck Karriere. Dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.